Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Ein Psalm am Tag macht klug und stark. Wir verbinden heute zwei eigentlich gegenteilige Empfindungen, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Psalm 102. Ein Gebet des Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. O Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien vor dich kommen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tag meiner Not. Neige dein Ohr zu mir. An dem Tag, da ich rufe, erhöre mich eilends. Denn meine Tage sind in Rauch aufgegangen und meine Gebeine glühen wie ein Brand. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras. Ja, ich habe vergessen, mein Brot zu essen. Vor meinem Stöhnen und Seufzen klebt mein Gebein an meinem Fleisch. Ich gleiche einem Pelikan in der Wüste, bin wie ein Käuzchen in den Ruinen. Ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Täglich schmähen mich meine Feinde, und die gegen mich toben, schwören bei mir. Denn ich esse Asche wie Brot und mische meinen Trank mit Tränen. Wegen deines Grimms und deines Zorns, denn du hast mich aufgehoben und hingeschleudert. Meine Tage sind wie ein lang gestreckter Schatten, und ich verdorre wie Gras. Aber du, o Herr, thronst auf ewig, und dein Gedenken bleibt von Geschlecht zu Geschlecht. Du wirst dich aufmachen und dich über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, dass du ihr Gnade erweist, die Stunde ist gekommen. Denn deine Knechte lieben Zions Steine und trauern über ihren Schutt. Dann werden die Heiden den Namen des Herrn fürchten und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit. Wenn der Herr Zion gebaut hat und erschienen ist in seiner Herrlichkeit, wenn er sich zu dem Gebet der Verlassenen gewendet und ihr Gebet nicht verachtet hat. Das wird man aufschreiben für das spätere Geschlecht, und das Volk, das geschaffen werden soll, wird den Herrn loben. Denn er hat herabgeschaut von der Höhe seines Heiligtums. Der Herr hat vom Himmel zur Erde geblickt, um zu hören das Seufzen der Gefangenen und loszumachen die dem Tod geweihten, damit sie den Namen des Herrn verkündigen in Zion und sein Lob in Jerusalem, wenn die Völker sich versammeln allesamt und die Königreiche, um den Herrn zu dienen. Er hat meine Kraft gebeugt auf dem Weg, hat verkürzt meine Tage. Ich spreche, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Deine Jahre wären von Geschlecht zu Geschlecht. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet, und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln, und sie werden verschwinden. Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Die Söhne deiner Knechte werden bleiben, und ihr Same wird vor dir bestehen. Die Hoffnung auf den Wiederaufbau Jerusalems wird hier ganz, ganz deutlich. Die Liebe zur Stadt ist den Israeliten auch nach der Zerstörung und Verschleppung so tief ins Herz gegraben. Und zwar ins kollektive Herz. Jeder Israelit sehnt sich danach, und Jerusalem ist und bleibt einfach der zentrale Sehnsuchtsort für Israeliten damals und für Juden auch heute noch. Wie gehst du mit den Bruchstücken und Trümmern deines Lebens um? Was machst du mit den Baustellen, die schon so lange brach liegen, weil dir die Kraft dazu fehlt? In diesem Psalm wird vor allem klar, dass der Wiederaufbau nicht ohne Gottes Hilfe vonstatten gehen kann. Und für ihn ist es letztlich gar nicht so wichtig, wo seine Menschen ihn anbeten, wo sie ihn treffen wollen. Aber sie sind ihm so wichtig, dass er sich auf den Weg macht, ihnen entgegenzugehen. Er kommt ihnen in diesem Punkt äußerst entgegen. Denn es heißt im Psalm ja, sein Heiligtum ist im Himmel, nicht auf der Erde. Aber er kommt den Menschen entgegen. Wagst du den Wiederaufbau mit Gottes Hilfe oder schaust du lieber aus der Ferne auf die Trümmer? Mit Folge 51 wird dann ein Traum wahr. Wie der aussieht, wird sich zeigen. Bis dahin, wir sehen uns. Mach's gut. Ciao.